Tja, meine Damen und Herren, kann es sein, dass Overwatch mal wieder down ist? Letzte Woche Dienstag haben wir uns 4 Fälle runtergeladen und angeschaut und da hatten wir mindestens 2 Spinbutter, wenn ich mich recht entsinne. Das bedeutet, wir sollten eigentlich mindestens 2 brachiale Bans am Start haben. Mindestens. Ihr erinnert euch aber bestimmt, dass die Lobbys, in denen die reingekackt haben, auch ziemlich vercheatet waren. Also dass nicht nur sie selbst, sondern auch die Gegner und ihre Mates mitunter mal mit dem Spinbot durch die Map gehoppelt sind. Ich habe mir also alle 4 Demos angeschaut und mir jeden einzelnen Account angeguckt, weil ich eigentlich, so wie in der Vergangenheit auch, darauf gehofft habe, dass nicht nur alle 4 Suspects genudelt werden, sondern eben auch nochmal ein paar nebendran. Aber es wurde keine Sau gebannt. Zumindest bis jetzt. Also innerhalb von 7 Tagen hat kein einziger einen Bann bekommen. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal die Accounts von diesen 4 Dödeln, also nicht die von allen, die ich überprüft habe, also ich habe jeden einzelnen Spieler angeschaut, aber die 4 Suspects zeige ich euch. Da sind auf jeden Fall mindestens 2 Accounts dabei, bei denen man sich direkt sagt, alles klar. Wenn man so einen Account sieht, dann ist da natürlich was im Busch. Es geht nicht anders. So, und zwar ist das direkt der erste. Guckt euch mal diesen Account an. Wenn man so einen bei sich im Team oder im Gegnerteam vorfindet, kann man eigentlich auch direkt rausgehen. Ein leeres Profil. Und leider kein Bann. Das war der erste übrigens aus dem ersten Fall. Ich weiß nicht, ob der reingedreht hat. Das hat er nicht, aber er hat obvious, glaube ich, gewallhackt. Der Verdächtige aus dem zweiten Fall hat diesen Account am Start. Leider auch keinen Bann. Wie gesagt, keiner von denen wurde gebannt. Ja, der sieht jetzt etwas besser aus. Aber nach wie vor halt wie ein Account von einem Cheater. Der nächste Account vom dritten Fall sieht auch nicht besser aus. Also, ja. Man kann an den Accounts ziemlich schnell ablesen, ob es sich eben um Cheater oder Smurfer handelt oder halt nicht. Diesbezüglich gab es, glaube ich, auch einen Kommentar, Moment. Und zwar habe ich hier diesen Kommentar am Start, wundert euch nicht, dieses Studio, YouTube-Studio, hat keinen Dark Mode. Also ich habe auf normalen YouTube Dark Mode, aber hier wird man zu Tode geblendet. Habe 3000 Stunden in Valorant und bin auf CS geswitcht. Mein Steam-Profil sah wie ein normales aus. Nicht wie eins eines Hackers oder eines Smurfs. Habe in verschiedenen Spielen schon mehrere Spielstunden und so weiter und so fort. Skins auch am Start. Das einzige Problem war, dass ich nur 180 Spielstunden in CSGO habe. Deshalb wurde ich oft Smurf oder Cheater bezeichnet. Jetzt habe ich einen roten Trust-Faktor und habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also ganz wichtig in dem Fall ist natürlich erst noch zu wissen, woher weiß Itachi, dass er einen roten Trust-Faktor hat, weil ich mitbekommen habe, dass viele Leute einfach davon ausgehen, dass sie einen haben und es aber nie gesehen haben oder gesagt bekommen haben. Ja, und was man da in dem Fall machen soll. Die Spielstunden sind an sich eigentlich kein so großes Problem. Natürlich kriegst du, wenn du halt zum Beispiel auch einen 2. Account machst und halt dann reindaddelst und zum Beispiel auf DMG oder sonst wo eingerankt wirst und halt mit nur 50 Stunden oder sowas dann da rumspielst oder LE oder Supreme sogar oder halt LEM, dann kann es sein, dass sich Leute als Cheater oder Smurfer bezeichnen und die halt vielleicht auch mal einen Report reindrücken, den einen oder anderen. Aber ich glaube, overall ist es bei dir wahrscheinlich jetzt nicht allzu oft passiert, außer du rasierst halt jedes Mal mit, was weiß ich, 60 Kills oder sowas. Also im Normalfall regen sich Leute zwar schon über einen auf, wenn man halt, ich sag mal, im falschen Rank sitzt, aber an Reports kommen da eigentlich nicht viele durch und vor allem nicht so viele, dass man halt dann wirklich einen Impact hat im Trust-Faktor. Also es gibt eine gewisse Anzahl an Reports, die Standard sind, die jeder bekommt. Immer. Und die fallen auch nicht in den Trust-Faktor rein, das weiß ich nicht sicher, aber davon gehe ich einfach aus. Also wenn man einen einzigen Report schon als Negativpunkt für den Trust-Faktor nutzen würde, wäre das kompletter Schwachsinn. Weil jeder Spieler, also ich spreche jetzt einfach mal nur von Legits, weil jeder Legit-Spieler wahrscheinlich, je nachdem wie oft er spielt, pro 10 Spielstunden wahrscheinlich 5 Reports bekommt oder 3 oder sowas. Ja, so plus minus. Also wenn ich bei mir reingucke, wie oft ich das schon gelesen habe auch. Wenn du mal einen Lucky Shot machst, direkt, bäh, Cheater. Also ich glaube, Valve kennt seine Community und weiß, die sind alle so ein bisschen kritisch. Da kann man schon einen gewissen Puffer einbauen. Was aber den Account angeht, also wenn du so einen Account siehst, ist natürlich kompletter Quatsch. Auch wenn der 3000 Stunden in CSGO hätte, ist es ein Müll-Account. Merkt euch den hier und überlegt einfach, was für euch ein Smurf- und Cheat-Account ausmacht, beziehungsweise viel wichtiger, was für euch ein Legit-Account ausmacht. Also wie muss ein Legit-Account aussehen, damit man weiß, ja okay, derjenige smurft sehr wahrscheinlich nicht und hat zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit auch keine Cheats. Das ist jetzt mein Steam-Account und wenn du dir die ganze Chose mal anguckst, erkennt man hier einfach beim drüber scrollen, auch wenn man die Skins jetzt abdecken würde und auch diesen komischen Kasten, den habe ich ja sehr, also den kann man ja wegmachen, die Größe davon, ne, aber wenn du einfach mal so ein bisschen durch scrollst und dir die Zahlen auch so anschaust, dann sieht es doch hier nicht aus wie ein Account von jemandem, der wahrscheinlich cheatet. Das fließt alles in die Überlegung mit rein.
warum sollte jemand mit so vielen Spielen und, ja gut, die Screenshots sind jetzt nicht so viel, aber die Videos, die Workshop-Items, Reviews, eigenen Guides, Artworks und so weiter, warum sollte so jemand cheaten? Natürlich guckt man dann auch auf die Skins und denkt sich, wow, die sind dann weg die ganzen Spiele, die derjenige halt hat. Ich weiß nicht, ob man dann auch irgendwelchen Fortschritt sieht, wenn man da draufklickt. Guck mal da, also diese ganzen Spielstunden, es wirkt nicht wie ein Account, auf dem man nur halt rumdaddelt, um zu cheaten oder um sich mal kurz einzuloggen und ein paar kleine Leute wegzuklatschen oder irgendwie sowas. Also es sieht wie ein richtiger Main-Account aus. Und jeder, der mich fragt, was kann ich tun, dass ich meinen Trust-Faktor verbessere oder wie kann ich ihn verbessern, guckt, dass ihr wirklich euren Steam-Account so aufbaut, dass er wie, ich versuche gerade den genauen Satz zu sagen, wie Steam es offiziell beschrieben hat, oder Valve in dem Fall, der Account soll wie der eines richtigen Steam-Mitglieds oder sowas wirken, eines Steam-Community-Mitglieds, so irgendwie. Also ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, man kann das ja nachlesen, das Update von damals, als der Trust-Faktor dazu kam. Guckt, dass euer Account halt einfach gescheit dasteht. Ich meine, überlegt mal, der andere war gerade, da war ja fast gar nichts, ne? Ballert ein paar Sachen rein, also die Menge macht hier die Sache, aber nicht nur die Menge von wegen, wow geil, ich hocke mich jetzt eine Stunde hin und presse hier einfach irgendeinen Scheiß rein, sondern guckt halt auch, dass ihr qualitativ, also dass ihr halt irgendwas habt, was ihr vorweisen könnt. Ja, macht ein paar schicke Screenshots, macht vielleicht ein paar Videos, vielleicht könnt ihr ein paar Workshop-Items irgendwo reinstellen. Also ich habe über Garry's Mod, natürlich nicht um meinen Account zu boosten, sondern weil ich die Sachen damals teilen wollte, die sind Jahrzehnte alt, ich guck mal kurz rein. Das sind einfach Sachen, die man halt über die Jahre so reingehauen hat. Hier von 2013, da haben mein Kollege und ich halt was gebastelt. Warum sollte jemand auf seinem Cheat-Account oder Smurf-Account auch Guides haben? Warum? Oder Artworks? Oder sonst was? Ich will da jetzt nicht überall durchgehen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? So, schauen wir uns jetzt noch geschwind den letzten Cheaterboy an. Der Account sieht auch wieder wie hingeschissen aus. So sollte das natürlich überhaupt nicht aussehen. Natürlich ist es, wenn man frisch anfängt mit Steam und so weiter und so fort, dann ist der Account nun mal so, da kann man nichts machen. Aber ich denke, wenn man eben ein Legend-Spieler ist, füllt sich der Account von ganz alleine immer weiter auf. Man hat immer mehr drauf und dann sieht der Account dann auch irgendwann besser aus. Jetzt fügen wir unserer Fallsammlung noch einen weiteren Fall hinzu. Dann hätte ich 5 Fälle. Den speichere ich mir auch wieder ab. Wir wollen da reinglotzen, was so passiert ist. Und möglicherweise ist Overwatch tatsächlich gerade irgendwie wieder nicht ganz da. Also das war vor einiger Zeit schon mal, dass Overwatch praktisch nicht funktioniert hat. Also dass es wirklich gar nicht funktioniert hat. Man keine Fälle mehr bekommen hat und so weiter und so fort. Dann, dass die Leute nicht gebannt werden. Und ja, mal gucken, wie es heute ist. Beziehungsweise nächste Woche dann. So, Hayabina. Das 2 ist ja schon mal nicht wirklich vielversprechend. Da könnte wohl direkt wieder ein Spinbotter drin stecken. Im Livestream schauen wir jetzt auch wieder immer öfter Overwatches an und haben da immer wieder im Chat stehen, hey, ich hätte mit dir der Nächste, der spinnt rein und sowas. Also gerade die letzten paar Wochen und Monate, yep, ist es wirklich wild. Ich spule direkt durch. Wir haben also einen weiteren Hardcore-Suspect am Schliesel, der auf jeden Fall einen Bann verdient hat, ne? Also mit so einem Rumgekacke weg. Wer live mal mit dabei sein möchte, kann gerne auf Twitch vorbeigucken. Ich stream 3-mal die Woche, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Also heute ist wieder ein Livestream in wenigen Stunden. Für euch wahrscheinlich in wenigen Minuten, weil das Spiel, das Video Viertelstunde vor 6 kommen wird oder so. Also ja, gut. Weg mit der Kackbratze und rein in den Stream. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Bis gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.